dieser Folge ergründen wir das Geheimnis von Glendalough und besichtigen die nagelneue Destillerie Teeling in Dublin, wo sich alle Kreise schließen. Am Freitag früh, dem letzten Tag unserer Reise, hatten wir noch einen besonderen Programmpunkt auf der Agenda. Wir fuhren in die Wicklow Mountains, etwa 40 Kilometer südlich von Dublin, an einen Ort namens Glendalough, übersetzt das Tal der zwei Seen. Denn dort gibt es nicht nur eine berühmte Klostersiedlung zu sehen, sondern es existiert auch ein gleichnamiger Whisky. Und beide wollten wir unbedingt besichtigen. Wie viele von euch Filmfans wissen, wurden ja viele Sets von Game of Thrones hier in Irland aufgenommen. Und Mr. Smith und ich haben jetzt die einmalige Gelegenheit, ein Gruppenfoto mit all unseren Lieblings-Game of Thrones-Charakteren zu machen. Die Legende von Glendalough erzählt die Geschichte vom heiligen Kevin, der aus wohlhabender Familie stammte und einen tieferen Sinn in seinem Leben suchte. 7 Jahre lang lebte er am oberen See nur von dem, was ihm Mutter Natur zur Verfügung stellte, in dem Versuch, eins mit der Natur zu werden. Manchmal stand er einfach nur da und betete, die Hände ausgestreckt bis zu der Hüfte im See, bis eines Tages eine Amsel in seiner Hand landete, um dort ihre Eier abzulegen. Er verharrte in dieser Position für Tage und für Nächte, bis die Vögel ausschlüpften und nahm dies als Zeichen, dass nun seine Mission erfüllt sei. Schnell fand er einige Anhänger und gemeinsam bauten sie die Stadt der 7 Kirchen hier im Hintergrund, die nach 14 Jahrhunderten immer noch steht. Die Legende des heiligen Kevin spiegelt sich auch im Logo des Whisky Glendalough wider, weswegen es also höchst an der Zeit war, die zugehörige Destillerie ausfindig zu machen. Kurioserweise jedoch schickte uns Google Earth zuerst mal aus dem Tal hinaus. Ja, Google hatte recht, das ist die Glendalough Destillerie, allerdings nur die Business-Adresse. Es gibt noch keine offizielle Destillerie mit Shop und Sachen, die man ansehen kann. Die bauen sie gerade erst, die wird in 2 Jahren fertig sein. Momentan hat er gemeint, ist da nur ein Loch, deswegen fahren wir jetzt Richtung Dublin. Alright, off we go.
hier vor der letzten Destillerie unserer Whisky-Tour kreuz und quer durch Irland wurde der Geschichte ein weiteres Kapitel hinzugefügt. Und das ist ein wirklich wichtiges. Im Jahre 2014, als John Teeling seine Cooley-Destillerie an Beam Suntory verkaufte, übernahm er 16.000 Fässer alten Whiskys aus dem Altbestand als Teil des Geschäftes und konnte somit die Zeit überbrücken, bis er und seine beiden Söhne, Jack und Steven, die mittlerweile die Geschäfte leiten, ihren eigenen Whisky auf den Markt bringen konnten, den sie hier in der brandneuen Teeling Destillerie produzieren. 2015 eröffnete diese wunderschöne Destillerie hier mitten von Dublin ihre Pforten, nicht unweit von dem Platz, wo einst Walter Teeling seine Craft Destillerie eröffnet hatte, vor 250 Jahren. Und damit schließt sich der Kreis. Das Logo der Firma, ein Phönix, der sich über einer Potstill erhebt, repräsentiert die Wiedergeburt und die Wiedereinführung der Marke Teeling hier in Dublin. Teeling war die erste Neueröffnung einer Destillerie in Dublin seit 125 Jahren, einer Stadt, die einst Heimat von 37 Whiskybrennereien war. Produziert wird hier, wie in Irland schon fast üblich, auf drei Potstills, die nach den Töchtern von Jack Teeling benannt sind, Alison, Natalie und Rebecca. 500.000 Liter Alkohol werden hier jährlich produziert, Single Grain, Single Malt als auch Single Potstill Whisky. Und trotz seiner jungen Jahre konnte der Whisky bereits einige Awards für sich verbuchen, was auf Großes in der Zukunft hoffen lässt. Seine hart erkämpfte Unabhängigkeit überträgt Teeling übrigens auch auf kleine YouTuber wie uns zwei. Und wir durften uns vollkommen frei bewegen. Am Ende der Tour genossen wir noch den besten Irish Coffee, den ich je getrunken habe. Und der nebenbei bemerkt aufs Haus ging, weil unsere Tour um 20 Minuten verschoben worden war. Wir machten uns auf den Heimweg, ein wenig traurig, aber auch glücklich, hatten wir doch wieder viel gelernt und erlebt. Unter all den gewonnenen Erkenntnissen hatte sich nach unserer zweiten großen Reise eine ganz speziell verfestigt. Auch wenn sich Herstellung, die Rohstoffe, die Geschichte und die Menschen, die dieses Getränk erschaffen, noch so unterscheiden, eines braucht jeder Whisky, damit er noch besser mundet. Er braucht eine Geschichte. Slán Chivá. Damit unser Kanal weiter wachsen kann, brauchen wir deine Hilfe. Vielleicht kennst du ja jemanden, der sich auch für Whisky interessiert und kannst uns weiterempfehlen. Schau doch mal unter der Rubrik Playlists unsere Reise nach Eila an oder noch besser die Playlist Vlogs auf Deutsch. Jeder Klick und jede Minute Spielzeit helfen, auch freuen wir uns über jeden Kommentar. Bitte nutze auch die Möglichkeit, den Kanal zu abonnieren und gib uns einen auf die Glocke, dann wirst du benachrichtigt, wenn sich was tut. Das kostet nichts außer einer Anmeldung. Danke.